Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir machen ein bisschen Story weiter. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch zur Hauptstory gehört, weil wir in der letzten Folge Alexios getötet haben, unserem Bruder, der ja leider unsere Mutter auch getötet hat. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es hier weitergeht. Also eine Odysseus-Quest oder Odyssey-Quest ist es jetzt nicht mehr. Aber wir haben diese Quest auf jeden Fall sofort im Anschluss daran bekommen. Und das werden wir uns auch jetzt mal anschauen. Wir haben auf jeden Fall noch keinen Abspann gesehen, also ist das Game noch storytechnisch normalerweise noch nicht durch. Und auch wenn es jetzt durch wäre, ich habe noch so viel zu tun, Leute. Ich muss noch Kultisten erledigen und. Und die Kultisten will ich auf jeden Fall noch alle machen. Also werden wir schon noch einige Stunden an Spielzeit haben, denke ich mir. So. Jetzt schauen wir aber erstmal und schauen, was uns Sokrates am Friedhof zu erzählen hat. Wir sind ja erst Stufe 42, also ich glaube 50 Stufen gibt es. Also haben wir noch ein bisschen, bestimmt noch ein bisschen was zu tun. Und dann, wie gesagt, ist ja auch ein Patch gekommen vor einiger Zeit, der ja das Level Cap erhöhen sollte. Und ja, müssen wir schauen, inwiefern das denn hier noch weitergeht. Also ich habe auf jeden Fall noch viele Sachen, die ich mir anschauen will, wo ich noch nicht weitergekommen bin. Spartanisches Lager. Bloß nicht sehen lassen. Wir haben auch übrigens neue Rüstung bekommen. Das ist alles hier Alexios Rüstung. Außer der Helm. Den haben wir natürlich nicht bekommen. Ich glaube, er hatte auch gar keinen Helm auf, soweit ich immer gesehen hatte. So, okay, dann schauen wir mal. Sieh nur, ich bin am Leben geblieben. Das war alles, worum ich dich bat, Sokrates. Ich wusste, du schaffst es. Ich hätte es auch versucht, wenn du nicht darum gebeten hättest. Es ist nicht so einfach, wie es scheint, am Leben zu bleiben. Es sind nicht viele übrig. Dann zollen wir ihnen Tribut. Auch wenn sie jetzt nicht hier sind, waren sie es einst. Komm mit mir. Meine Einstellung zum Tod ist nebulös, weil ich nichts über ihn weiß. Deshalb weiß ich, dass ich ihn nicht fürchten sollte. Ich fürchte ihn auch nicht. Viele tun es, weil sie nicht wissen, was er für sie bereithält. Man kann nur darauf bauen, dass die Götter es wissen. Sei weise, obwohl man nichts wirklich sicher wissen kann. Die Schafe hier rum. Phoebe. Sie konnte nie ein kleines Mädchen sein. Ich sprach mit ihr, als wäre sie bereits erwachsen. Und zwar, weil du sie respektiert hast. Hinterfrage Entscheidungen, Cassandra, aber zweifle sie nicht an. Danke, dass du sie so beerdigt hast, wie sie es verdient hat. Es sind noch zahllose andere hier im Elysion. Die Seligen haben sich ewiges Glück verdient. Einer davon ist unser großer Perikles. Athen schuldet ihm viel für seine Taten.
Nicht ohne Grund nannten sie ihn den ersten Bürger von Athen. Er hat so viel geleistet und war doch so zurückhaltend. Hätte er seine Bürde doch nur geteilt. Wir kannten ihn nur so, wie er sich uns präsentiert hat. Aber vielleicht war das auch sein wahres Ich. Der Krieg hat uns so viele genommen. Auch Brasidas viel. Das mag sein, doch als Spartiat erfüllte er seine Pflicht und starb auf dem Schlachtfeld. Ich hätte mehr tun können. Er war auf meiner Seite. Dein Überleben rächt ihn. Man wird seiner als Held gedenken. Die Menschen werden nicht vergessen, wie wir Kleon gestürzt haben. Es heißt, man fand Kleon am Strand, regelrecht massakriert. Es war nicht schlimmer als das, was er seinem eigenen Volk antat. Ich musste es beenden. Wie auch immer, möge er für seine Taten auf ewig im Tartaros schmoren. Und sei gewiss, dass unsere Freunde uns im Licht erwarten. Darauf trinke ich. Wer würde da Nein sagen? Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt hier die Endsequenzen sind. Aber sie hatte ihren wahren Vater noch nicht kennengelernt. Also ihren leiblichen Vater. Vielleicht passiert in der Hinsicht noch was. Nun, immerhin habe ich jetzt jede Menge Material für mein nächstes Stück. Weißt du noch, wie Cassandra den Höker zur Strecke brachte, sodass ganz Korinth es sah? Das passt gut in ein Drama. Es gab noch keine Liebesszene. Lasst mich für etwas Inspiration sorgen. Schönheit ist kurzlebig. Du solltest sie einsetzen, Alcibiades. Und darauf will ich trinken. Auf das, was vor uns liegt. Lasst Vergangenes hinter euch. Ein Trinkspruch so gut wie dein Gesang. Und auf die Götter! Nun, mein Lehrmeister, ich glaube, du solltest mich jetzt zu unserer Privatstunde entführen. Ich fürchte, dafür habe ich noch nicht genug Wein getrunken, Alcibiades. Dann füllt seinen Becher! Okay. Ist jetzt vorbei oder ist es nicht vorbei? Ich weiß es nicht. Quests. Wir haben jetzt aktuell keine Quests. Wir haben schon Quests offen. Verbessere den Speer. Dafür müssen wir noch 20 von den Kultisten töten. So, was wir machen können, Leute. Kopfgeldige Aufträge, was haben wir denn da drin? Der Blitzbringer. 2 Stufen über mir, 45. Genau, wir werden jetzt mal... Also ich würde gerne mal hier runter. Nach Pevki. Zu der Arena. Da war ich nämlich noch gar nicht. Kultisten, schauen wir mal. Tritt in der Arena an. Das werden wir jetzt mal machen. So. Das heißt, wir müssen zur Arena. So,
So, wo können wir dann am schnellsten zur Arena? Das ist ja hier eigentlich. Wir müssten auf Paros anlegen. Korallenkap. Da könnten wir dann auch mal schnell rüber rennen. Ja, dann werden wir mal hier eine Schnellreise hinmachen. Dann mal zum Korallenkap rüber und schnell die Insel noch erkunden. Und dann werden wir mal nach Pefki fahren. Ich glaube, Hauptstory-mäßig sind wir durch. Aber sehr komisch, weil wir eben noch keinen Abspann gesehen haben. Also, es müsste eigentlich noch irgendwas Hauptstory-mäßiges geben, dass wir den Abspann sehen, Leute. So, Bild macht Gerät. Markieren wir uns mal schnell die Insel. Ja, ich will dann auch, also Stufe 50 schon noch werden. Ich überlege mir wirklich, ob ich mir nicht die Add-ons hole oder Erweiterung. Und da würde ich schon gerne noch die beste Rüstung bekommen wollen. Und einige kleine Inseln sind noch gar nicht erkundet worden, also haben wir schon noch ein bisschen was zu tun. Schau doch mal hier rein, sieht aus wie so ein Grab oder sowas. Ah, okay. Alles klar. Hier werden natürlich wieder ein Haufen Schlangen rum. Rumkriegen. Schon eine. Die Schlangen hassen. Mistviecher.
schön, dass wir mal aufgebaut haben. Immer genau parallel zueinander liegen Schlangen. Das Vieh. Wir raten, wenn ich denn auch eine? Ja. Okay, das ist unser Schrein. Verlorener Schlüssel. Was? Ah. Oh, hier ist nichts mehr. Ah, hier geht's raus, oder? Ah, das sind wir eh schon wieder am Anfang. Optimal. Alles geklärt. Gut. Geht's weiter? So, gibt's hier noch was auf der Insel? Wir gehen mal ein bisschen hier hoch und schauen mal da oben nochmal. Das ist bloß eine tote Insel. So.
könnten mal mit Icarus ein bisschen gucken. Da gibt es schon noch eine Quest unten, so eine Zeitdinger da. Aber nichts von großer Bedeutung, glaube ich. Scheint nichts mehr zu sein. Okay. Dann würde ich sagen, nach Pefki. Oha. Ich würde sagen, reporten wir aber schnell. Ich glaube, sind zwar schon noch Fragezeichen. Aber die kann ich ja offscreen auch mal machen, wenn es wäre. So, wo ist unser Schiff? Unser Schiff ist hier vorne. Unser Kampfschiff. Ja, moin. Okay. Mal schauen, dass wir uns da durchwurschteln. Einfach hier durch und dann immer geradeaus hier durch die Krater des Schicksals. 41 Tera. Na komm, wir machen erstmal Pefki. Und den anderen drei Inseln hier, die schauen wir uns später an, würde ich sagen. Die sind da eigentlich relativ klein. Oder wenn wir die gleich machen. Was meint ihr? Komm, wir machen die gleich. Dann schauen wir uns die Insel noch hier an. Und dann sind wir eh schon hier unten. Also, was jetzt? Wir könnten jagen gehen. Sehe ich etwa so aus, als könnte ich mich verteidigen? Wir jagen keine Bären, Herodotos. Wir jagen Lügner, Verräter, du weißt schon, das übliche Großwild. Ah, die schlimmsten aller Bestien. Wo segeln wir hin? Seh das Steuer in eine beliebige Richtung und wir finden einen Kultisten. Wir sind überall. Dann haben wir nichts zu verlieren. Nichts außer Zeit. Spüren wir sie auf. Dann setz Segel. Wir müssen einen Kult zerschlagen. Alles geprüft. Ich möchte mal wissen, ja, Nikolaus, ob uns in den Normalmodus, ob uns da mehr Hinweise, mehr Hinweise bekommen mit den Kultisten oder eben nicht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben? Oder ob die generell gleich angezeigt werden auf der Karte? In den heißen Nächten auf Kefalenia habe ich mich immer aufs Dach gelegt und unter den Sternen geschlafen. Ich glaube, die Götter haben sie zu unserer Orientierung.
damit wir uns im Weg kriegen. Ich denke mal so, solange wir die Kultisten nicht zerstört haben, werden wir sowieso keinen Abspann sehen. Für mich sind es viele kleine Sonnen. Oh, das heißt? Was für eine Geschichte! Ich sagte doch, es ist egal. Es überrascht dich vielleicht, dass viele deine Theorie teilen, Cassandra. Wir werden es wohl nie erfahren. Schauen wir mal, wo wir hier anlegen können. Ich glaube, wir segeln hier einmal da hinten so rein, ein bisschen. Da finden wir dann eine Anlegestelle. Könnten vielleicht hier drin irgendwo eine Anlegestelle haben. Da haben wir was. Wirklich hübsch hier. Oh. Wichtig wäre mir auf jeden Fall halt ein Aussichtspunkt. Folgendes Ziel. Da ist das Lager. Finde Informationen über den wahren Vater. Sehr schön. Ist das eine Odyssey-Quest? Odyssey? Verbessere den Speer? Nee. Schauen wir uns an, würde ich sagen. Tera, ich habe mehr erwartet. So, gibt's hier einen Aussichtspunkt? Haben wir zu wenig freigeschaltet? Okay, hier haben wir auf jeden Fall... Vieh ist hier. Okay, wir schauen. Scheint so eine Art, dass hier schon mal eine Stadt gewesen wäre, aber die verlassen worden ist. Oh. Meine Lieblingsgegner. Gibt's aber 13 hier. Okay, die hat sogar meinen Falke umgebracht. Aus. Ich frage mich, wer sie erbaut hat. Hier ist so ein... Wann? Was sind das für Türme? Hier ist so eine Insel. Insel, sage ich schon. So ein Eingang wie aus der Neuzeit da. Wie in der Moderne. Hier gibt es nur Tiere anscheinend. Nichts als eine Tafel. Was steht darauf geschrieben? Während ich meine Erforschung hier... Also sind die Lichtstrahlen der Schlüssel. Im ionischen Ruinfortsitz fand ich Schriften, die eine Tür erwähnten. Nach einigen Übersetzungen wurde deutlich, dass die Spiegel, die ich gefunden hatte, Teil eines Mechanismus waren. Ich stellte die Spiegel auf und kehrte in die Ruinen zurück. Dort fand ich einen Pfad, der tiefer unter die Erde führte. Am Fuß der Höhle war ein Zugang zu etwas anderem. Morgen öffne ich die Tür und schaue hinein. Okay, lass mal gucken. Hier gibt's Spiegel. Hier gibt's Spiegel. Wir müssen irgendwie wahrscheinlich den Lichtstrahl. Müssen wir den Lichtstrahl überhaupt draufbringen? Oder geht die schon so auf? Verschlossen. Ja. Ich sollte mir erneut die Tafel ansehen. Ja. Ihr habt das schon kapiert. Okay, wir schauen uns mal die Tafeln an. So,
Sowas finde ich cool, Leute. Selber erkunden, selber sowas rausfinden. Oder selber die geilen Inseln hier so ein bisschen finden und was tun. So, okay, da haben wir so eine... Dort ist auch was. Warte mal, das muss ich zerschlagen bestimmt, oder? So ist das richtig. Okay. Da runter. Wenn wir da runter gehen, schauen wir aber hier oben noch ein bisschen. Was ist denn? Gibt hier noch was? Hinten schaut es auch so komisch aus. Oder kommt mir das nur so vor? Die Insel hinten müssen wir auf jeden Fall auch noch erkunden. Scheint die richtige Position zu sein. Geht der darüber oder geht der nicht darüber? Jetzt geht darüber, okay. Hier ran. Kann es nicht stimmen. Warte mal. Die ziehen wir jetzt mal hier rein. Die ziehen wir mal hier rüber.
Wir müssen. Kann den aber nicht hier rüberschieben. Ist das im Weg? Rührt sich nicht. Ich glaube, ich habe es. Okay, dann haben wir die anderen Spiele gar nichts gebracht. Das sollte reichen. Jetzt nur noch die Tür. Na endlich. Mal sehen, was dahinter liegt. Okay, hier geht's sehr tief runter. Was dahinter? Oh, erschrocken, Mensch. Warum sollte mein Vater hier sein? Der wird schon verfault sein, wahrscheinlich. Erstmal das ganze Zeug. Boah, ich hab so viel Zeug noch. Das ganze Zeug snacken. Vielleicht finden wir auch irgendwie einen Hinweis. Wahrscheinlich aber nicht ranzukommen, es ist hinter der Mauer. Aber hier oben ist auch noch was. Zwar so Material, aber ich brauche es dafür Schiff und sowas.
Gehen wir trotzdem rein. Ich muss vorsichtig sein. Mensch, du die Laberei, ey. Alter! Ich habe eigentlich gedacht, da unten ist doch was. Aber wo ist das Seil? Okay, können wir hier runterspringen? Ui, nicht runterfallen. Wo bin ich hier bloß? Tor zur verlorenen Stadt. Dann gehe ich mal tauchen. Heftiger Shit. Hallo? Icarus!
Sei gegrüßt, Cassandra. Pythagoras. Willkommen in Atlantis. Atlantis? Wow. Unmöglich. Ich dachte, es wäre nur ein Mythos. Es gibt viele Geheimnisse in dieser Welt, die sich hinter Mythen und Legenden verbergen. Und wer bist du? Mein Name ist Pythagoras. Ich bin dein Vater. Pythagoras? Das ergibt doch keinen Sinn. Er starb vor vielen Jahren. Ich glaube sogar vor beinahe einem Jahrhundert. Und doch stehe ich nun vor dir. Und Ikarus ist... Mein ältester und bester Freund. Er sollte auf dich aufpassen. Und jetzt bist du hier. Oh. Myrine, meine Mutter. Sie hat mich hierher geschickt. Myrine. Sie schickte dich her, weil sie wusste, dass es dein Schicksal ist. Mein Schicksal? Es steht mehr auf dem Spiel, als ein Mensch allein begreifen könnte. Warum bin ich hier? Was ist meine Rolle bei all dem? Ich will antworten. Hier ist viel Wissen versammelt. Sehr mächtiges Wissen. In den falschen Händen könnte dieses Wissen zum Untergang der Menschheit führen. Wir dürfen nicht zulassen, dass andere diesen Ort finden. Wir müssen einen Weg finden, ihn für immer zu versiegeln. Ich verstehe nicht das Geringste. Ich bin Kriegerin, keine Gelehrte. Wir alle haben eine Bestimmung, Cassandra. Deine ist es, mir zu helfen, Atlantis Geheimnisse zu schützen. Du hast recht. Wir müssen die griechische Welt vor sich selbst retten. Vor allem aber vertrau auf dich selbst. Du bist zu großem fähig. Ich tue mein Bestes. Die Antworten, die ich suche, liegen hinter diesen Mechanismen. Sie sind versiegelt und die Artefakte, die sie öffnen, sind verschwunden. Okay. Also muss ich die Artefakte finden und nach Atlantis zurückbringen? Ich habe Informationen gesammelt, wo sich diese Artefakte befinden könnten. Allerdings besitzen sie eine unglaubliche Macht. Sie beeinflussen den Geist schwächerer Menschen und neigen dazu, sich selbst zu beschützen. Ich bringe sie zurück. Aber ich habe noch Fragen an dich. Und ich habe Antworten. Aber nimm erstmal das. Es ist ein Teil eines Schlüssels zu einem Artefakt, das in Böotien versteckt liegt. Ein Verbündeter von mir sucht gerade den zweiten Teil. Ah, jetzt geht's mal weiter hier, Ulva. Geburtsrecht. War doch cool, dass wir mal kurz auf die Insel geguckt haben. Oh, geht es wieder los, die Feuerfrau. Terra, wir haben Atlantis. Atlantis? Ich checke deine Vitalwerte. Du fantasierst. Wir suchen ein ISO-Artefakt, das die Realität verändern kann. Und das macht dir Sorgen? Pythagoras wurde um 570 vor unserer Zeit geboren. Dann wäre der Mann in der Höhle etwa 150 Jahre alt. Was kann ihn so lange am Leben erhalten haben? Der Stab des Hermes Trismegistos. Miss Hassan, du hattest recht. Ich helfe dir beim Einpacken. Danke, dann mal los.
Ich bin bei den Koordinaten. Die Höhlen sollten direkt unter mir sein. Meine Ausrüstung ist bereit. Dann gehe ich mal tauchen. Okay. Layla, du weißt nicht, was da unten ist. Da könnten Haie sein. Immer noch besser als Templer. Wir halten nach Abstergo Ausschau. Viel Glück, Layla. Danke. Ich gehe jetzt runter. Es muss einen Weg hineingeben. Ich finde ihn. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle aber einen Cut. Sorry, Leute, dafür, aber wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Weil das wird bestimmt auch wieder eine längere Folge werden dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.